Okay, also wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, ist hier etwas Chaos entstanden und das liegt unter anderem daran, weil wir zusammen hier einen 18-Stunden-Stream verbracht haben. Ja, es ist ein bisschen im Chaos. Es ist ein bisschen im Chaos geendet. Wenn man bedenkt, dass der Stream schon nach 2 Stunden so aussah, haben uns die restlichen Stunden eigentlich noch ganz gut gehalten. Das Problem ist dabei, wie ihr in dem letzten Video schon erfahren habt, ist, dass ich in 2 Tagen umziehe. Das heißt, in 2 Tagen muss quasi diese ganzen Zimmer hier leer sein und das sieht gerade genau andersrum aus. Und deswegen werden wir heute diesen ganzen Mess, der hier liegt, aufräumen und anfangen, Sachen einzupacken bzw. Sachen nach unten zu räumen. Und ihr werdet jetzt eine Roomtour bekommen, natürlich einmal, wie es ein bisschen chaotisch aussieht. Und nachher werde ich euch eine kleine clean Roomtour geben, um nochmal zu zeigen, in welcher Wohnung ich überhaupt gelebt habe, wie das die letzten 2 Jahre hier so aussah. Let's go. Der 18-Stunden-Stream in einem Wort. Fall Guys. Film, der 18-Stunden-Stream in einem Wort. Fall Nice. Hakan. Köln. Ich frag mich, was für ein Saft. Einfach Orangensaft. Wer hat hier reingeschissen? Das ist Runde Bielefeld. Wir fangen jetzt an aufzuräumen. Auf. Let's go! Uns aufgefallen, wir haben nicht genug Müllbeutel. Also wir haben jetzt schon bestimmt 3 Müllbeutel voll. Die Nachbarn werden sich freuen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal losdüsen. Oder wir fragen Jengis, wenn er kommt, dass der Mülltüte mitbringt. Wir fragen Jengis, ob er Mülltüte mitbringt. Ansonsten müssen wir diesen Tisch hier runterbringen. Eventuell die Couch heute schon runterbringen. Den Tisch dahinter dir, das ist der Schminktisch, auch runterbringen. Oh mein Gott, hier steht doch so viel. Und guck dir bitte diese Ecke an. Alles weg, Greenscreen weg. Alles, was hier nachher in diesem Raum noch drinstehen wird, ist mein Schreibtisch. Und der Fernseher. Das sind die einzigen Sachen, die hier noch bleiben quasi, weil die brauche ich noch bis Dienstag. Hier wird nicht geschrieben, hier wird gearbeitet! Hi. Wir sind schon fast fertig. Nein, kein Zwischenstand. Der Tisch ist frei und das heißt, der kommt jetzt runter. Danach kümmern wir uns um den ganzen Pfand. Und danach kommt als nächstes der Tisch wieder nach oben für die maximale Verzweiflung. Let's go. Du musst einfach nur da hinten an der anderen Seite. Ja, ziehen. Einfach nur, wo über 1000 Pfandflaschen sind. Oh mein Gott, hallo nicht. So Hini! Und jetzt werden wir die Person hier halbieren. Ich bitte meinen Assistenten. Nimm. Das geht absolut nicht. Ein bisschen schräg. Ja. Oh mein Gott, die sind so krass. Das ist einfach absolut so dumm wegen der Softbox. Das geht absolut nicht gut aus. Die Leute nicht nach außen. Dann kommt die Kurve. Pass auf die Steckerleiste! Die Steckerleiste! Zu einem Übel, weil es ja noch nicht reicht, dass wir ausziehen müssen und dass wir aufräumen müssen, kommt hier auf einmal nach 2 Jahren Scheiße aus dieser Dusche raus. Und das hört nicht auf und in der Toilette ist es genauso voll. Ich habe wirklich keinen Plan. Wir haben den Vermieter geschrieben, wir haben Firmen geschrieben und es kommt keiner. Es ist Sonntagabend und ich hoffe, dass das jetzt wieder langsam absickert, weil es stinkt hier drin einfach nach Scheiße. Das heißt, unser Main-Problem ist nicht nur irgendwie Umzug vorbereiten, zu sortieren, sondern das hier im Blick behalten. Es kommt gerade alles aufeinander. Ich weiß, es könnte nicht entspannter sein, Kappa. So, es sieht halbwegs wieder gut aus. Der Tisch ist unten, der Pfand ist gesammelt. James ist vorbeigekommen. Jetzt sind wir wieder Jack. Und Till versucht mich jetzt aus Eisen 2 rauszuholen. Das erste hast du schon verloren. Nice one, Bro. Vielen, 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 vielen Dank. Doch, Legends Iron ist scheiße. Die Couch ist raus, meine lieben Freunde. Wir haben sie eben mit Mühe runtergebracht. Also Kakageta hinter der Cam und ich. Was übrig bleibt, ist noch ein bisschen Reste von dem 18-Stunden-Stream. Also hier ging es wirklich wild ab. Und die Matratzen von den Boys, die hier heute noch genächtigt haben. Außer Kakageta ist jeder schon nach Hause gefahren. Es hallt auch schon ein bisschen mehr hier in der Wohnung. Also falls ihr ready seid, ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz eine kleine Roomtour. Im nächsten Video seht ihr dann, wie ich quasi alles hier raus habe. Da ist es komplett leer. Also ihr werdet im nächsten Video dann in 3 Tagen ungefähr nochmal alles leer hier sehen. Aber ich würde sagen, wir machen schon mal eine kleine Roomtour. Also, wie gesagt, hier stand eigentlich mein Musik-Setup, wo ich Beats gemacht habe und wo wir halt Musik gemacht haben. Hier stand einmal die Couch und die Fenster waren immer, wirklich immer zu. Weil wenn ich im Stream einmal die Fenster auf hatte,
wurde direkt von den Nachbarn immer Beschwerde eingereicht, die gefühlt. Also ich hatte zum Glück recht tolerante Nachbarn, aber wenn ich mal gestreamt habe und war laut, dann wurde direkt sich beschwert. Hier ist mein Stream-Setup, das sieht auch sehr chaotisch noch aus. Hier steht so eine Barbecue-Soße dabei. Und ja, hier habe ich immer gestreamt. Das war der Raum, das ist der Hintergrund gewesen, wo jetzt die Mülltüten liegen. Das kommt natürlich auch alles noch mit in die neue Wohnung. Was sonst noch spektakulär ist in dem Zimmer ist, also wir hatten halt immer zwei Stockwerke. Das heißt, ihr seht hier das Treppenhaus, welches mit der unteren Wohnung verbunden ist, wo meine Mitbewohner gewohnt haben und auch die Küche stand. Also das war immer hier meine Haustür. Und hier habe ich immer gesagt, hallo, wenn jetzt geklingelt hat. Genau, und hier drüben im anderen Zimmer, das kennt ihr vielleicht auch noch. Da sieht es noch chaotischer gefühlt aus. Da haben wir einmal Felina. Wir ziehen aus. Und Palico, der jetzt mit ganz viel Food auf meine Bett stellt. Also das war hier mein Bett, meine Einbauschränke, die ich wahrscheinlich sehr vermissen werde. Also schon, es gab ja auch mal eine Roomtour hier auf dem Channel. Aber ich weiß halt noch, als das allererste Setup genau da stand, wo jetzt der Kratzbaum steht, wo jetzt Felina steht. Genau hier stand mein allererstes Setup und ich weiß halt noch, wie wir hier zusammen diese Streams alle aufgebaut haben und das war mega, mega nice. Und da vorne, wo dieses Chaos auf diesem Tisch steht mit irgendwelchen Tellern und Essensresten, dort war mein zweites Streaming-Setup. Das hatte ich ungefähr so für 2-3 Monate, glaube ich nur, maximal. Und da habe ich irgendwann gesagt, ey, come on, ich nehme das ganze Setup und packe es ins andere Zimmer rüber. Aber das hier ist so quasi mein Wohnbereich gewesen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die kleine Zusammenfassung von meinem Pre-Umzug gefallen. Morgen geht's los. Morgen um 10.30 Uhr, also wenn ihr das Video jetzt schon seht, habe ich schon die Schlüssel zu meiner neuen Wohnung. Und dann gibt es natürlich von dort aus auch eine Roomtour. Das heißt im nächsten Video Roomtour, also eine nackte Roomtour von der neuen Wohnung und von der alten, weil hier auch alles raus sein wird. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bedanke mich nochmal an alle, die hier mitgemacht haben und mitgeholfen haben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!